Hallo. Ich wollte online? Ja. Da bin ich wieder ein bisschen spät, aber ich bin wieder zurück. So. Hä? Ich glaube, ich muss noch mal neu. Nee, nicht laden, sondern erstmal speichern. Und dann laden. Vielleicht kann ich dann das Ganze laden. Siebenundzwanzig. Screenshot. Ich wollte mal gucken, ob es wieder Updates oder sowas gibt. Sorry.
Hier. Ich habe keinen Stein mehr. Schade, dass es noch keine Brücken gibt.
glaube, der ist zu groß. So, wo haben wir eine Packeselstation?
Dankeschön, IDK Gaming for you. Und danke für den Follow und willkommen. Ich versuche Mannerlord zu spielen. Ich habe eine neue Generation eröffnet. Nee, eine neue Generation. Eine neue Stadt eröffnet. So. Dankeschön. Ja, ich habe eine neue Stadt gemacht und versuche den Vorrat an Lehmvorkommen und Stein hier zu bunkern und dann, wo ist unsere, hier, und dann hier rüber in unsere Hauptstadt zu schicken. Hier habe ich dann was Neues gebaut. Das ist noch nicht ganz so, wie ich das gerne wünsche, aber ich würde es jetzt nicht mehr abreißen. Der Markt ist leider ein bisschen zu groß geworden. Aber was ich halt geil finde, ist, wenn man jetzt von der Seite guckt, wie sich diese ganzen Höfe direkt an den Hügel schmiegen. Also ich glaube, das wird richtig geil aussehen mit irgendwie Weinbergen oder so, wenn es sowas gibt. Ja. Hier haben wir jetzt aktuell 104 Familienstufe 3. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß zwar jetzt nicht, was Be Castled ist und das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir ja ein bisschen was zeigen. Also ich habe mich hier mit dem Kampf noch überhaupt nicht beschäftigt. Also das ist erstmal bei mir so gesehen raus. Was ich aber geil finde ist, wie du das hier jetzt schon an dem Hügel siehst, ne? Man kann zum Beispiel, was ich richtig nice finde, wir gehen mal in unsere andere Stadt rein. Hier. So, was ich cool finde ist, ich will jetzt hier eine Kirche hinbauen. Und ich habe immer noch nicht genügend Material. Wieso habe ich nicht genügend Materialien? Oh, weil der das hier abholt, okay. Oh, okay. Was ich hier... So, damit ich es jetzt einfach erstmal einfach zeige. Ich bin von Anno immer gewöhnt, du kannst nur bestimmte Bereiche bauen. Ich kann hier auch schon den Weg so setzen, wie ich möchte. Was cool ist. Aber, was halt, was ich halt noch cooler finde, ist halt dieses Ding, dass du... so... Ich habe jetzt hier ein variables Grundstück ausgewählt und kann jetzt vier Linien ziehen und sagen, okay, hier sollen die Häuser anschließen und das hier werden meine Häuser. Ich kann die Anzahl noch reduzieren, sodass hier zum Beispiel nur noch ein Haus drauf ist und ich ein riesengroßes Grundstück habe. Oder ich kann das auch noch erhöhen, bis zu einer bestimmten Anzahl, weil die halt auch eine Mindestgröße brauchen. Und dann kann ich das auch noch drehen. Das heißt, der Punkt, wo die an die Straße anschließen, kann ich jetzt hier dreimal drehen. Oder viermal. Und mich dann entscheiden, wo ich die dran haben möchte. Und kann ich die hier zum Beispiel. Und dann baut er hier seine Häuser und hier hinten kann er Garten anschließen. Oh, super. Dann brauche ich ja nicht weiter erklären. Das finde ich cool. Das gleiche finde ich aber auch geil mit, du siehst zum einen die Fruchtbarkeit, die unterschiedlich eingestellt ist, aber wenn du ein Feld hast, das habe ich jetzt ausgewählt, das funktioniert genauso. Und dann habe ich mir einfach zur Hilfe am Anfang einfach nur
einen Weg gelegt, damit ich dann sehe, wo das Feld ist. Jetzt habe ich hier ein Feld, was ich dann auch noch bearbeiten kann. Ich kann hier den Fruchtwechsel auswählen und dann das dann einfach dazu nutzen oder es halt brach liegen lassen. Also das finde ich richtig, richtig genial. Was halt noch ein bisschen fehlt, ich glaube aber, das ist dem... Wie heißt es gleich noch? Das ist dem Early Access geschuldet. Es fehlen meines Erachtens nach Beschreibungen. Was ist wofür? Das nächste ist, ich habe hier zwar einen Markt gesetzt, aber warum kommen hier keine Marktstände? Das liegt an folgendem. Ich habe hier mittig einen zu großen Marktstand gebaut. Der füllt sich erstmal nach und nach mit Marktständen, bis ich glaube, über 100 oder so erreicht habe oder 90. Und dann fängt er mit dem nächsten an. Jein, das Tutorial, also wirklich jein, das bringt dir die Basics bei und hört dann irgendwann auf, habe ich das Gefühl. Es bringt dir die Sachen bei, das auf jeden Fall, aber sagt dir zum Beispiel nicht, wie weit ist denn dieser Marktplatz erreichbar? Kommen die Leute von hier hinten noch hier hin und reicht das aus? Oder reicht das nicht aus? In was für einen Abstand sollte ich am besten Märkte bauen? Also das Einzige, wo du wirklich sagen kannst, okay, ich kann hier einen Markt anklicken und klicke auf Nahrungsvielfalt und sehe dann, okay, die unteren Bereiche sind nicht gut abgedeckt. Oder hier oben, die Häuser sind überhaupt nicht abgedeckt. Brennstoff wieder schon, Bekleidung auch, aber Nahrungsmittel nicht. Habe ich jetzt zu wenig Nahrungsmittel oder zu viele oder, ne? Und du kriegst hier nicht angezeigt, zum Beispiel eine extra Information, hat lange Laufwege oder sowas, ne? Sondern einfach nur, genau, das Einzugsgebiet fehlt, definitiv. Oder dass sich die Leute einfach beschweren, hey, ich habe zu lange Laufwege, das fehlt. Ich denke aber, das kommt noch alles. Ich glaube, die haben sehr viel inhaltlich gemacht. Auf jeden Fall. Schau dir alles bei mir an. Ich versuche das... Ja, ich erkläre auch nur Sachen, die ich vermute. Ne, das ist halt so ein bisschen blöd. Es wird dir zum Beispiel auch nicht erzählt. Oder offensichtlich erzählt, wie du Einfluss bekommst. Wieso ist der obdachlos? Ah. So. Was ich auch noch ein bisschen störend finde, ich bin jetzt hier in Goldhof und wenn ich dann irgendwie blöd hier an der Seite bin, kann es dann halt passieren, dass ich raus aus Goldhof gehe und dann nicht wieder richtig reingehe oder sowas. Das passiert auch noch zwischendurch. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist, ich habe jetzt hier in mein Herrenhaus das Ganze eingebaut. Aber in diesem Bereich hier, also da würde ich auch aufpassen. Guck mal, hier außen kann ich Straßen bauen, egal wohin, ne? Aber innerhalb der Mauern meines Herrenhauses kann ich nichts mehr bauen. Weil das meine Burg ist. Für diesen Spielstand... Warte. Ich glaube, ich habe mit dem heute angefangen. Da warte mal eben. Ah, ich habe gestern damit angefangen, vielleicht noch eine Stunde gestern, heute 4,5 Stunden, also 5,5 Stunden, plus jetzt das, was ich jetzt gerade online bin.
Ja, wenn du erstmal rausgefunden hast, wie das funktioniert, geht das echt gut. Ich habe aber noch ausgewählt, dass du. Genau, aber ich spiele aktuell einfach ohne Ziel. Ich weiß nicht, hast du das Video mit der Siegbedingung gesehen? Und zwar habe ich hier ein Safe Game, das heißt Defector Safe. Bevor du mit dem Spiel anfängst. Aktuell das Wichtigste überhaupt, damit du keine Frustration bekommst. Deswegen laden wir jetzt das Spiel, den Spielstand. Also, das war mein erster Spielstand. Hier bin ich auch sehr weit gekommen. Und achte mal auf die Hintergrundmelodie, die hört sich so erhaben an. Hier ist in diesem Spielstand ist eine Siegbedingung hinterlegt. Wenn ich jetzt auf schnelles Spiel mache, dass es schnell läuft, kommt die Abschlusssequenz. Ich habe das Spiel geschafft. Ich will im Sandbox-Modus weiterspielen. Das Spiel buggt aus und ich kann nichts bewegen. Ich muss einmal Escape drücken, dann kann ich weiterspielen. Muss die Geschwindigkeit wieder hochstellen, damit ich halt ein bisschen mehr Tempo habe. Oh, habe ich das Spiel etwa schon wieder gewonnen? Also der Sandbox-Modus funktioniert noch nicht. Und wenn du das Ganze viermal machst, kannst du noch nicht mehr aufs Spiel beenden drücken. Ja, nee, das ist total nervig. Aber es war ganz gut, dann habe ich nochmal von vorne angefangen. Also, kleine Tipps sind wirklich aktuell. Bau deinen Markt nicht zu groß. Mach den, ich hätte den, glaube ich, hier jetzt auf zwei Reihen beschränkt. Das können wir jetzt mal in der neuen. Also, ich wollte jetzt hier im Wald. Eine Kirche hinsetzen, die pausiere ich erstmal, weil ich die nicht brauche. Und hier dann. Was war das genau? Ich wollte hier drum ein den Markt platzieren, damit er nicht allzu groß ist. Okay, ich muss die Straße noch anders bauen. Jo, viel Spaß. Thank you.
Oh. Den hatte ich kleiner gebaut. Oh, die Nahrung geht zur Neige. Oh oh. Okay. Moin. Was geht bei dir? Ich versuche gerade irgendwie eine neue Stadt ein bisschen hübscher zu bauen. Aber erstmal nur den Anfang, weil ich wollte eine Allee haben. Deswegen haben wir das jetzt so gebaut. Oh ja, auf jeden Fall. Das einzige, was mich halt ein bisschen stört, ist, das Thema hatten wir eben gerade schon, dass das Einzugsgebiet von so Sachen nicht angezeigt wird. Das fehlt noch ein bisschen. Das mag ich lieber an Anno. Dass du siehst, dass der, wie heißt es gleich noch? Dass die Hütte hier hinten einfach einen zu langen Laufweg dafür hat, um hier irgendwas zu bekommen. Und nicht, ist einfach nicht da. Könnte jetzt zum einen dran liegen, dass sie hier zu wenig Bier haben für alle Leute oder zu viel. Oder, ne?
Ja. Aber sonst macht das ja auf jeden Fall richtig Laune. Ja. So. Fuß juckt. Ich baue 11 Häuser und geschützten Waren, Obdachlosigkeit und Kälte. Zwei Häuser müssen noch gebaut werden.
Hey, Siedlungsstufe erhöht. So.
Ja, ich weiß, dass ich kein Bauernhaus habe. Oh, der Winter naht. Okay.
Summer's coming soon, and soon the beat. Ah.
Hey. So, und hier bauen wir noch ein Lebensmittellager hin.
Oh, zu steil.
Ja. Also ich denke mal, für jetzt oder für heute werde ich Feierabend machen. Ja. Ich bin ein bisschen kaputt und morgen ist wieder Arbeit. Da habe ich nicht so Lust zu. Zum Glück nur 2 Tage und dann ist Feiertag. Und sehr schade, dass Foundry, nee, nicht Echo, Foundry, erst am 4. raus, nee, am 2. rauskommen, in 4 Tagen. Und nicht am letzten Tag des Aprils, aber dit will ich mir auf jeden Fall angucken. Weil das echt nice aussieht. Und ist genau sowas, was ich immer gerne spiele. Deswegen, das gucken wir uns wahrscheinlich direkt straight up am 2. an. In Dank Money Aruna. Die hat das vorgeschlagen und deswegen machen wir das. Genau, also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Danke fürs Dabeisein und dann Tschüriö und bis morgen. Tschüss.